Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Ja, beim letzten Mal sind wir da stehen geblieben, dass wir im Subkornwald waren und uns da den Haken geholt haben. Ja, es ruckelt und leckt ein bisschen, nicht wundern. Ihr wisst das ja alle, was momentan vonstatten geht. Toll, mitten im Sprung natürlich. Mega praktisch. So, Tag 11. Ich dachte erst, ich sah einen Turm aus den Bäumen hervorragen, als ich in diesem widerlichen Sumpf stand. Aber anscheinend ist es einfach nur ein großer alter Brunnen. So sagte es mir der Snatcher. Okay. Zuerst dachte ich, er sei einfach nett, weil er mir gesagt hat, welches coole Zeug ich suchen kann. Aber dann sagte er mir, ich soll da runterklettern, wo es dunkel und stinkend ist. Sollten Erwachsene normalerweise nicht Kindern von Brunnen fernhalten? Ja, das sollten normalerweise Erwachsene machen. Und ich bin ein wenig empört, wie ruckelig mein PC mittlerweile wird. Aber das ist zum Glück nur eine Nebensache. Was ich aber mal lieben gern mache noch, ist jetzt, nachdem ich diesen ach so tollen Haken habe, mich nochmal in den ersten Bereich bewegen. Und wenn es noch so viel ruckelt. Moment. So. Okay, das ist aber nicht das, was fehlte. Aber ich gehe erstmal nochmal in den ersten Akt von Mafia Stadt. Denn schließlich brauchen wir den Haken da tatsächlich für eine gewisse Sache. Und zwar, um noch mehr Garn zu holen und zum anderen noch versteckte Sachen zu finden. Und tatsächlich ist eine versteckte Sache auch noch die, dass ich das eine Garnknäuel da haben möchte, wofür ich, oder was ein, ich glaube, nee, es war, glaube ich, ein Risstoken. Wofür ich halt diese Edelsteine sammeln muss am, glaube ich, an dem Festplatz, der da unten am Strand ist in der Nähe. Ich glaube, ihr wisst, wo ich meine. So. Falls das hier noch ewig und drei Tage lädt, ich bin gleich wieder da. Ansonsten, ja. Ja, so. Also. Ich hoffe, dass das jetzt allmählich lädt. Ich habe jetzt kurz das Spiel neu gestartet, parallel. Ja, es funktioniert. Gut. So. Ach nee, da ist nichts. So. Zum einen ist hier eine Kiste. Genau, mit einem Risstoken. Und zum anderen müssen wir hier nicht rüber hüpfen, sondern, wie ich jetzt gerade im Nachhinein erst gesehen habe, uns darum kümmern, von oben aus dahin zu hüpfen. Deswegen, Moment, ganz kurz. Achso, okay. Hä? Warum kriege ich jetzt hier Futter dafür? Das ist gerade ein bisschen hart unnötig. Denn ich will doch gar nicht wechseln. Ich will nicht darüber. Und krieg noch einen Hexenhutgarn. Aber das war ja noch nicht alles. Wir haben schließlich da hinten irgendwo auch noch eins. Glaube ich. Ich kontrolliere einfach mal im Endeffekt alle Eisschutzdinger, kann man das so sagen. Sprich diese einfach mal.
Das war's nicht. Wieder zurück. Die war's auch. Oh doch, da war was. Dann schnell wieder hin. Genau, da war das nämlich mit diesen Eggs. Genau, den Stift, den wir auch nur kriegen, wenn wir im richtigen Winkel abhüpfen. So. Da oben ist noch etwas offensichtlich. Aber wir haben ja schon 340, das heißt, ich kann mir bald den nächsten Kauf gönnen bei dem einen, der da ja immer so herumzappelt. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich bin der Meinung, dass irgendwo noch immer was herumgeistert. Und da zum Beispiel ist noch was. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Interessant, interessant. Ich möchte eigentlich ganz gerne. Blöd, wenn da immer alles so eng beieinander ist. Ah, dafür bräuchten wir eigentlich den Einwohnerhut, den wir kriegen. Jetzt verstehe ich das. Die grünen Kisten. Heißt, wir hätten das auch gar nicht vorher holen brauchen. Und auch nicht so umständlich, wie ich es gemacht habe. Genau. So. Da hinten ist noch irgendetwas. Für das muss ich aber dahin. So, heute mal quasi eine Art, ja, mehr oder minder, man könnte sagen, Backseat Gaming Folge. So ein bisschen halt die ganzen Level nochmal abklappern, um wirklich den letzten Rest rausholen. Und Moment. Ah ja, stimmt, ich musste ja das Level nochmal spielen, weil so oder so hätte ich es nochmal spielen müssen, weil ich ja halt nicht alles habe. Krasse Masse, ne? So, habe ich sonst noch was? Ich bin mir ziemlich sicher, auf einen der Luftballons sei noch etwas drauf gewesen. Kann mich aber auch täuschen. Kran, nein. Ich bin mir aber nicht so sicher, ne? Na gut. Jetzt muss ich hier mal eben lang. Hier hinten nämlich. So, nachdem ich nämlich mit der Steuerung jetzt ein wenig ein bisschen besser klarkomme, sollte ich da hinten bei den Platz auch das einsammeln können. Huch. So.
Haha, extra spannend gemacht. Und wir kriegen gar nichts. Wir haben es einfach nur geschafft. Na super, dann habe ich das verwechselt schon wieder. Ach ja. Passiert auch mal. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich übersehen haben sollte? Da hinten war ich drauf, da war ich drauf. Nö, dann... So wie es ausschaut, kann ich mich jetzt aus diesem Level verabschieden dementsprechend. Ich würde sagen, dann mache ich mal eben schnell die Sanduhr einsammeln und dann mache ich einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns dann im Subkornwald, glaube ich, wieder, weil wir können, glaube ich, noch nicht das... Oder warte, ich gucke mal erstmal, ob wir bei Dead Bird Studio weitermachen können. Von daher, bis gleich, wenn wir im Hub sind wieder. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen jetzt an der Stelle zurück, ganz kurz. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich freue mich darüber, dass ihr euch freut wahrscheinlich, dass ich jetzt nach Claybook, nachdem ich es endlich geschafft habe, endlich ein anderes Spiel anfangen kann. Und keine Sorge, es kommen die 5 Level, ich werde dann dazu nochmal ein Video machen, keine Sorge. Zu den Leveln halt, so eine Art kleinen Trailer und ja, dann könnt ihr euch die selber im Workshop bei Steam runterladen, falls ihr daran Interesse habt. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß, ja, mit dem restlichen Part. BZW mit Dead Bird Studios. So. Huch. So. Akt 4. Zugsause. Kapitel Kampf der Vögel. Mit Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtslose Zünder. Und Eulen als Eulen. Ja, und dafür brauchten wir tatsächlich den Haken übrigens, Leute. Denn der Haken ist ein wichtiges Item tatsächlich. Naja, aber ich hoffe, ihr freut euch wirklich darüber, dass ich jetzt mit Claybook durch bin. Ich habe so das Gefühl gehabt, ihr habt euch eher gefreut darüber, dass das Spiel so lange gedauert hat. Aber hey, geh schon rein. Wir bereiten uns darauf vor, den besten Film zu drehen, den die Welt jemals sah. Und deshalb, dieser Film wird die Bombe gewahrt. Und ich meine Bombe im positiven Sinne, Grünschnabel. So, ich muss noch dazu sagen, ich fand Claybook jetzt nicht schlimm. Versteht mich falsch, es hätte ruhig länger sein dürfen. Aber Endless Runner war einfach so ein verdammter Nervenauftrieb. Also, danke, nein, danke. So, ich gehe mal wieder durch die Zittertüren. Oh, ich hätte vielleicht... Okay, Lassie, hört mir zu. Ich habe schlechte Nachrichten. Dieser Hebel, den du gerade gezogen hast, öffnet die Selbstzerstörung des Zugs. Und das ist kein Witz. Er wird in die Luft fliegen. In die Luft gehen, Entschuldigung. Ich brauche einen Film mit richtig Action. Deshalb machen wir das jetzt. So, dieser Zug wird in ein paar Minuten explodieren. Aber du kannst uns alle retten, Lassie. Schaff es zum Schalter im vordersten Wagen und schalte ihn aus. Und du schaffst es besser rechtzeitig. Verstanden? Ich kümmere mich nicht um die Eulen oder um dich, aber wag es ja nicht, meinen Zug explodieren zu lassen. Das ist mein Baby. Die Kameras sind auf dich gerichtet. Lass du... Lassie. Du... Beeil dich jetzt besser los. Ende der Durchsage. Okay, vorher noch eines. Oh Gott. Wo ist er? Ach so, dann ist er auch weg. Okay. Durch die Zittertüren. Oh Gott. Es tut mir leid, dass die Türen so zittern. Hallo, hallo, hallo! Aber sind das Eier, die da... Das sind Eier, die geschossen werden. Ich werde nicht mehr. Zittertür. What? Ja, wie soll ich das denn wissen? Puh. Ich brauche die 20 Sekunden, ne? Autsch. Das war's für Mert. Hm.
übertreibe halt die Nummer total. Ach, du Heilige! Okay, ich find's Level richtig Hammer. Muss ich ja mal lassen, ne? Ach du Heilige! Ja! Hallo? Das hat echt irgendwie was von Mario, Rayman und allem anderen zugleich. Boah, Alter. Autsch! Autsch! Klettertür! Und geschafft! Ich konnte mich jetzt auch nicht umschauen, also falls ich irgendwas übersehen haben sollte, irgendeine Kiste oder sonst was, sagt es mir bitte in den Kommentaren. Ich hatte keinen Augenblick Zeit, da irgendwas zu beachten. Ohoho, schau dir nur an, diese Ruhefilmmaterial an. Schau, wie du um dein Leben rennst. Was, wir taten es alles im Namen der Cinematografie und um dies ungut DJ Cruz zu überbieten. Ich wette, er wird nicht mal in der Lage sein, die Hälfte von dem zu drehen, was wir hier geschafft haben. Nun gut, hier, nimm einen von diesen Dingsbumsen, die du so magst. Du verdienst es. Ach ja. Und auch das haben wir wieder perfekt abgeschlossen. So, die Credits laufen hier extrem schnell durch. Zugsaus, Regisseur Schaffner. Mit Schaffner als der gefährliche Zugführer, ein Mädchen als sichtlose Zünder, Eulen als Eulen. Die Bewertungen sind da. 54, 123 Sekunden. Restzeit, ne? Ein Highscore von 700 etwas. Oh, das ist nicht gut. Oh, aber er schafft es nicht, DJ Groove zu überholen somit. Okay. Ich würde sagen, ich guck mal ganz kurz nach der Zeit und dann machen wir eventuell noch das nächste Kapitel, Akt, wie auch immer. Ja, ich weiß, dass da auch noch was ist. Ja, ich guck mal ganz kurz nach der Zeit. Okay. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Yay. Gut, ich würde sagen, wie gesagt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Von daher, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.